Willkommen Leute zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich hatte es ja schon in der letzten Captive-Aufnahme angekündigt, dass ich ein bisschen wieder ein Special machen möchte. Und heute ist es mal etwas kürzer, denn die Map hier gibt auch gar nicht so viel her, als dass es irgendwie eine halbe Stunde strecken könnte. Außerdem habe ich nicht so viel Zeit und deswegen gehen wir auch direkt mal los. Wir sind übrigens jetzt gerade auch auf der 1.11 zum ersten Mal, obwohl die Map hier eigentlich für die 1.8 ist. Und ja, wir können ja gerade mal ganz kurz lesen. Also hier umdrehen, los geht's. Und ja, dann gucken wir mal hier auf die Schilder. Hey, du befindest dich hier gerade auf der Adventure Map von Street. Um den geheimen Schatz zu finden, musst du zuerst ein schwieriges Jump'n'Run absolvieren. Wenn du aufmerksam meine Videos verfolgst, kannst du das J&R easy meistern. Viel Spaß, mein YouTube-Kanal. Ja, den YouTube-Kanal kann ich natürlich auch mal unten in der Beschreibung verlinken. Und hier kann man, glaube ich, klicken. Genau, dann kommt man weiter. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt lang können. Ja, ich werde die Map jetzt wahrscheinlich auch, wenn es, ja, wenn es jetzt doch länger dauern sollte als 10 Minuten, werde ich sie wahrscheinlich nicht komplett spielen. Muss ich mal gucken. Und muss man hier lang? Lol. Ich weiß gar nicht. Hey, wo muss man lang? Ach du Scheiße. Was sind das für eine Map, ey? Da hat ja ziemlich viel Mühe hier reingesteckt, wie es aussieht. Hier alles schön gebaut mit Quarz. Nicht schlecht. Muss man hier irgendwie in die Ecke? Hä? Wo muss man hin? Lol. Ich bin hier gespawnt und. Hä? Wo muss ich hin, Alter? Muss ich hier springen auf dem Glowstone oder was? Ich verstehe es gerade nicht. Ja, also heute mal wieder ein bisschen rumfällen hier. Hier sehe ich auch nichts. Also man kann hier wirklich nirgendwo hochspringen oder so. Hä? Hier scheint irgendwie so ein Startpunkt zu sein oder so. Lol. Ich verstehe es nicht, ey. Warte mal, ich muss mal in Game Mode 3 gehen, damit ich das hier sehe, wo ich anfangen muss, ey. Das gibt's ja gar nicht. Damals gab's ja noch gar kein Game Mode 3, als die Map hier gebaut wurde. Hä? Wo kommt man denn hier? Wo muss man denn anfangen? Du Scheiße. Hier ist der Raum, ne? So, dann steht man dann hier. Lol. Und, ach, das ist einfach eine normale Welt. Ach du Scheiße, ich dachte, das ist eine Super Flat Welt oder so. Na gut. Okay. Ja, da muss ich mal gucken. Wo kann ich denn mal hin? Na, warte. Game Mode 0. Also hier kommt man irgendwie gar nicht hoch. Ja gut, wenn man einen Wassereimer hätte, hätte man hier hochgehen können, aber ich habe keinen. Und hier, wie soll ich jetzt hier lang gehen? Ja, geil, ne? Ich dachte, jetzt sind hier irgendwelche Blöcke, irgendwelche Dingsblöcke hier. Also ihr wisst schon, diese Barriereblöcke, genau. Hey, wo soll ich denn hier Zeug kriegen, dass ich mich hier lang bauen kann? Ich verstehe es nicht. Lol. Ich verstehe diese Map einfach nicht. Abbauen kann man ja auch nicht, oder? Na gut, doch, könnte man, aber ich glaube nicht, dass das der Sinn ist. Ja, ich verstehe die Map gerade nicht, ne? Ich weiß auch nicht, ob man. Hä? Game Mode 3 nochmal? Ich verstehe diese Map einfach nicht. Also heute richtige Fail-Runde. Hier sind Blöcke. Das ist aber auch kein Sand, der irgendwie runterfallen könnte oder so. Der da per Setblock gesetzt wurde und dann runterfällt, weißt du? Komisch. Und hier ist der Schatz. Aber wie kommt man hier hin? Muss man hier erst was farmen oder was? Boah, ich weiß es gar nicht. Ich verstehe diese Map einfach nicht. Hier steht einfach nur, wenn du meinen Kanal richtig verfolgst und so. Aber man hat auch nichts im Inventar, sonst hätte ich es ja noch verstanden, wenn man zumindest irgendwie jetzt hier ein paar Sachen im Inventar hatte, die man zusammencraften muss oder so. Aber so verstehe ich das jetzt erstmal nicht. Ja, kein Plan. Geht ja auf los geht's, wird zwei Blöcke daneben teleportiert. Und dann. Man kann natürlich hier ein paar Glowstones abbauen, hier gucken, dass man irgendwie farmt und was weiß ich. Aber er hat ja auch geschrieben, dass es nur 10 Minuten dauert und ich glaube nicht, dass man in 10 Minuten hier alles zusammenfarmen kann. Also das sollte eigentlich nicht Sinn der Map sein, so. Kann man mal ein paar Blöcke holen hier.
Das geht sicherlich, nur so ein paar Erdblöcke. Dann schaffe ich die Map auch, weil ich sagen kann, ich mich über die Lava bauen und zum Obsidian hoch und was weiß ich. Aber ich glaube nicht, dass das der Sinn der Map ist. So. Wo kam ich raus? Ach, hier. Lol. Ach, ich habe Autojump an. Scheiße, das ist nervig. Warte mal, Steuerung aus. So. Ja. Dann gucken wir mal hier. Vielleicht funktioniert ja auch irgendwas nicht, weil das in der 1.8 eigentlich ist. Aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Weil. Weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie dann einfach irgendwie zum Beispiel die Items aus dem Inventar gelöscht werden sollen. Das verstehe ich halt nicht. Moment mal. Ich mach mal kurz was. So. Obwohl, das war jetzt sinnlos. Na toll, jetzt kriege ich natürlich nur zwei. Geil. So, und jetzt. Hä? Wie kommt man hier durch? Mit der Elytra würde das gehen. Ah gut, die gab es ja auch noch gar nicht in der Version 1.8. Und ich denke mal nicht, dass das für den damaligen Snapshot der 1.9 war. Hä? Ist ja eigentlich noch irgendwas hinter dem Portal? Nee, ist gar kein Portal, ist nur Obsidian. Vielleicht gibt es da irgendwelche Glitches oder so. Das würde ich mal vermuten, dass man sich durch Obsidian glitchen kann, aber ich glaub's nicht. Da habe ich noch nie was gehört, wirklich noch nie. Dass man irgendwie sowas machen kann. Ich habe damals halt seinen Kanal noch nicht gekannt, das ist das Problem. Ich habe den erst im März 2016 entdeckt und ja. Da habe ich das ja natürlich noch nicht mitgekriegt. Er hat mir nur mal gesagt, yo, spiel doch mal meine Adventure Map. Das war dann aber später. Glückwunsch. Oh, ich kann es nicht rausnehmen. Ich muss erst Game Mode 1 gehen. Oder ich habe es halt einfach nicht verdient. Aber wie kommt man auch hier hoch, ey? Hier muss man doch irgendwelche Startsachen zumindest haben. So, warte. Alle Diamanten erstmal snacken. So, können wir noch mal lesen, was er hier schreibt. Herzlichen Glückwunsch, du hast das JNR geschafft. Wie du bereits gesehen hast, habe ich ganz spezielle Blöcke benutzt. Dazu habe ich einen Command benutzt, den du hier findest. Parkour Mechanics. Ach so. Der hat einen Command benutzt. Der funktioniert vielleicht überhaupt nicht mehr in der Version. Na, das kann natürlich sein, dass irgendein Command nicht mehr funktioniert. Vielleicht braucht man auch noch ein Texture Pack zu der Map. Ich weiß ja nicht. Jetzt kann ich ja kaputt machen. Ah, doof, jetzt habe ich das Buch weggemacht. Also das war auch dumm, sonst hätte ich mal den Link. Ah ne, da ist es. Hätte ich mal den Link anklicken können. Link kopieren. Füge ich den mal hier in meinen Browser ein, den ich gerade noch offen habe. Und guck mal nach. Okay, stumm geschalten, weil die Werbung müssen wir gerade nicht hören. So, da können wir ja mal gucken. Von Itcher Minecraft ist das Video. So, ich skippe mal ein bisschen hier, um nur zu gucken, was das sein soll für ein Command. Ja, der hat auch diese komischen Sand Clay Blöcke benutzt und auch hier so verzauberte Pistons. Also man kann damit wohl irgendwas machen. Man kann, ach so, wenn man auf die Pistons geht, kann man einen Block oder sinkt man einen Block in den Boden ein. Aber das geht hier doch gar nicht. Ich probier's einfach mal. So. Wenn ich jetzt hier wird's nicht gehen, weil ich den schon abgebaut habe. Aber man sinkt gar nicht ein. Moment mal, wenn ich jetzt hier Blöcke hinsetze, vielleicht geht es dann. Nee. Vielleicht geht's mit SRG? Nee. Der Command funktioniert einfach hier nicht. Ja, komisch. Hier gibt es auch noch so verzauberte Goldblöcke, die geben einem wahrscheinlich einen Boost, vermute ich mal, ja. Ah, da kann man so einen Doppelsprung machen. Ah, okay. Ja, also es geht hier wahrscheinlich alles über diesen Command. Das ist eigentlich eine ganz coole Map. Ich kann euch ja mal das Video verlinken. Also warte mal, ich kann ja mal den Link hier einfach einfügen. String V, da seht ihr ihn. Ja, könnt ihr euch abschreiben, wenn ich es jetzt vergessen habe, in die Beschreibung zu tun. Ist halt einfach so ein Parcours, das nennt sich Parkour Mechanics Only One Command von Itcher Minecraft und halt No Mods Vanilla steht auch noch da. So, guck ich mal hier. Ah, da gibt's auch noch Obsidian Blöcke, da kannst du dich wahrscheinlich irgendwie an der Seite hoch sneaken oder so.
Das kann natürlich sein. Na gut, also so richtig funktionieren tut das ja leider nicht mehr. Ich meine, ich habe es ja hier probiert. Und wir können es ja nochmal testen. Also ich kann hier nichts machen. Vielleicht geht es auch nur im Game Mode 0, das kann natürlich auch sein. Aber ich habe es ja probiert, das geht hier einfach nicht. Guckt euch das an. Ich kann hier nichts machen, ich kann hier nicht irgendwie hochgehen oder so. Also es war schon richtig mit dem Nicht-Inventar, was man quasi hat. Aber trotzdem. Ach, und hier kann man sich wahrscheinlich dann dranhängen. Jo, das wird sein. Da kann man wahrscheinlich dann, wenn man sneakt oder so, sich dranhängen an die Blöcke und hier dann eben runtergehen. Und mit Shift hier irgendwie durch und dann kriegt man das hin. Aber das geht ja natürlich gerade nicht. Ja, und dann hier hinten kriegt man diesen Boost eigentlich dann nach oben und kommt dann hier in das Zimmer an, in dem Zimmer an. Und wahrscheinlich geht es ja noch ein bisschen weiter nach oben, damit man keinen unnötigen Schaden kriegt. Ja, also es ist eigentlich eine coole Map, ein cooler kleiner Parcours, sag ich mal, wo man eben den Command kennen muss, sag ich mal. Und ich hätte einfach das Video gucken müssen im Voraus, aber habe ich leider nicht. Und deswegen bin ich hier ein bisschen durchgefallen und ich hätte wahrscheinlich wirklich eine 1.8 spielen müssen. Es tut mir leid, aber so haben wir es eben mal so ein bisschen hinter den Kulissen gezeigt und einfach das Prinzip zumindest ein bisschen abgecheckt und mal geguckt, was steckt eigentlich dahinter? Welche Mechaniken sind hier vertreten? Und ich denke mal, das war vielleicht ein ganz cooles Video. Und ich muss es jetzt beenden, weil ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich muss gleich los. Lol, was ist das für Musik? Ja, ich gehe lieber mal raus hier. Tschüss, bis zum nächsten Special.